Hallo, Freunde, wie jeden Monat. Um diese Zeit sitze ich hier mit einem neuen Rockhard. Einmal eingepackt, einmal ausgepackt. So sieht das Ding aus, wenn ihr es im Kiosk entdeckt. Und wenn man die Verpackung abmacht, dann fällt einem eine Opeth-CD entgegen. Die haben wir ja schon angekündigt vor einem Monat. Holger hat sich zu Hause in seinem kleinen Studio eingeschlossen und hat die Aufnahmen vom Rockhard Festival 2009, wo Opeth ja einer der Headliner waren, gemischt, und herausgekommen ist ein einstündiges Live-Album. Sehr gelungen, wie wir alle finden, weil es auch einen sehr raren Set von Opeth beinhaltet. Ein Set, den man von der Band so sicherlich nicht mehr zu hören bekommt. Denn mit dem neuen Album gehen Opeth einen Schritt weiter, machen was ganz anderes, machen eigentlich rein Progressivrock ohne Death Metal-Anleihen oder mit sehr wenig Metal-Anleihen überhaupt. Und damit man sich vorstellen kann, wie das in Zukunft klingt, ist auf dieser CD auch ein neuer Song drauf, nämlich The Devil's Orchard. Ein Song, ja, ein repräsentativer Geschmack eigentlich fürs Neue, auf das neue Album. Aber der Hauptteil dieser CD ist eben der Live-Set, den, wie gesagt, Holger zum Großteil selber gemischt hat. Und ja, Holger würde sich sicherlich auch freuen, wenn ihr ein paar Resonanzen darauf abgebt, was den Sound angeht und so weiter. Ihr kennt das ja aus der Vergangenheit. Wir haben das ja schon öfter gemacht und werden das sicherlich auch öfter machen in Zukunft. Also sage ich mal einfach jetzt viel Spaß mit dieser CD. Und wie gesagt, meldet euch und sagt Bescheid, ob das gefällt oder ob ihr sowas in Zukunft öfter möchtet oder auch nicht. Passend zu der CD gibt es natürlich auch eine große Titelgeschichte. Die hat auch Holger diesmal gemacht. Wir blättern mal vor bis zu der Opeth-Geschichte. So, die ist also sehr ausführlich geworden. Es geht nicht nur um das neue Album, es geht um Aufnahmetechniken, geht um Musik generell, darum, warum die 60er und 70er wieder so in Mode sind im Moment. Das greift ja auch über auf Bands wie Ghost und The Devil's Blood und so weiter. Ist ja ein ganz großer Bereich, der da momentan abgedeckt wird und der uns hier bei Rockhard eigentlich alle sehr interessiert. Naja, gut, es gibt auch ein paar Leute, die damit nichts anfangen können, auch bei euch. Man kriegt ja zu solchen Bands, auch zu Opeth, bekommt man ja sehr konträre Meinungen, was aber eigentlich immer gut ist, denn, naja, schlecht sind Bands eigentlich nur, wenn sie keinen Gesprächsstoff bieten, unserer Meinung nach. Solange man sich darüber streiten kann über die Sachen, ist das eigentlich immer interessant. Und wenn ihr mal beobachten könntet, wie bei uns hier ein Redaktionsmeeting abgeht, wie wir uns hier teilweise in die Köpfe kriegen, wenn wir überlegen, ob zum Beispiel Dream Theater noch drei Seiten wert sind oder nicht, mit welchen Argumenten da manche Leute zu Potte kommen, das wäre schon ziemlich witzig. Also, naja, je mehr Gesprächsstoff, je mehr Streitbarkeit unter den Bands, desto interessanter sind die eigentlich für uns. Wie ihr seht, haben Dream Theater auch geschafft, drei Seiten zu bekommen. Gutes neues Album, meiner Meinung nach, auch ohne Mike Portnoy. Dann haben wir hier Turbo Negro mit dem neuen Sänger. Das ist auch wieder so ein Ding, so ein Lieb- oder Hass-mich-Ding. Rüdiger Mühlmann ist da gewesen und hat sich die Band im neuen Line-Up angeguckt und ein sehr witziges Interview mitgebracht. Wobei die Sachen von Wolf Rüdiger ja eigentlich immer sehr witzig sind. Ob man ihm musikalisch jetzt zustimmen muss oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und ich glaube, viele Leute lesen das einfach gerne, was der liebe Wolf da so absondert jeden Monat, und ärgern oder freuen sich drüber. Ja, Trivium ist so ein Ding von Thomas. Also Thomas schwört auf dieses neue Album und versucht uns alle auch zu überzeugen, indem er das jeden Tag hier 10-mal so laut wie möglich in der Redaktion abspielt. Nicht alle sind so überzeugt wie Thomas, einige aber schon. Im Gegensatz zu Arch Matthäus, das ist eigentlich der wirklich echte Nachfolger der alten Fates Warning, was es natürlich auch sein soll. Aber was uns alle überrascht hat, ist, wie hart das Album ist und wie sehr es eigentlich an frühe Fates Warning erinnert, auch wenn der Gitarrensound ein anderer ist. Jim Matthäus spielt halt heutzutage andere Amps und andere Gitarren und möchte auch, dass man das hört. Nicht jeder ist damit so glücklich, aber was John Arch angeht, unglaublich, wie der sich stimmlich gehalten hat. Die Gesangsmelodien sind genauso, ja, Gänsehaut erzeugend wie früher, und das ist also mit Sicherheit eines der ganz großen Highlights dieses Jahres. Die Story ist natürlich von Boris, klar. Da war mit zu rechnen. Denn Boris vertritt ja nach wie vor die Meinung, dass Awaken the Guardian das größte Metal-Album aller Zeiten ist. 15 von 10 Punkten, da ist er auch nicht von abzubringen. Kann man auch vertreten, die Meinung, wie ich finde. Muss man nicht, kann man aber. Also das Ding ist sicherlich eins der, naja, sagen wir mal, 20 Alben, über die man so ein Statement ablassen kann. Gut, also interessante Geschichte, interessantes Album. Auch Anvil sind immer gut für
gute Interviews, aber diesmal auch für ein gutes neues Album. Die letzten Anvil-Scheiben waren alle gut, aber nicht so, dass man sich daran erinnert, noch Jahre später. Man spricht eigentlich nicht mehr darüber. Wer weiß schon noch, welche Songs auf Still Going Strong oder auf Back to Basics waren? Kein Mensch. Dieses neue Album ist eigentlich, Juggernaut of Justice übrigens, ist ein wirklich starkes Album und das könnte tatsächlich eins sein, über das wir in 5 Jahren noch reden. Ja, dann haben wir natürlich die Festivals abgegrast. Gut, Festivalsaison. Für uns die Hauptsache in diesem Heft ist das With Full Force gewesen. Nicht nur, weil wir es präsentieren, sondern auch, weil es mit über 30.000 Zuschauern das bisher erfolgreichste war, der With Full Force Serie. Und sind wir natürlich mit dem vollen Team gewesen und haben das halt abgedeckt. Gut, Machine Head haben wir im Heft, Juster haben wir dabei. Oh, das ist interessant. Da sollten wir noch ein paar Worte drüber verlieren. Und zwar hat es ja in den letzten Monaten viele Leserbriefe gegeben zum Thema Pay-to-Play. Das gab es immer schon, aber in letzter Zeit hat es Schule gemacht, dass immer mehr unbekannte Vorbands auf irgendwelche Package-Tourneen hüpfen, dann Tickets kaufen müssen, in ihrem Kumpelkreis verkaufen. Wobei natürlich eine Band, die in Berlin spielt und aus Nürnberg kommt, Schwierigkeiten haben dürfte, Tickets abzusetzen, weil nicht alle Kumpels von Nürnberg nach Berlin fahren. Das ist halt die Ungerechtigkeit der ganzen Geschichte. Man kann allerdings teilweise auch die Veranstalter verstehen, weil ein Club nach dem anderen pleite macht und es irgendein System geben muss, um dieses ganze Business am Leben zu erhalten, also das Live-Business. Aber wie gesagt, es ist ein schmaler Grat zwischen Abzocke und fairer Beteiligung der Bands. Und Jan Jedecke hat da eine interessante Geschichte geschrieben, hat auch jemanden gefunden, der bereit ist auszupacken, was sehr schwer war. Wir haben im Vorfeld viele Veranstalter gefragt natürlich und die sagen alle, wir machen das nicht, wir haben aber dazu auch nichts zu sagen, logischerweise. Klar, die wollen sich ihre Connections nicht verbauen. Wir haben aber jemanden gefunden, der Stellung genommen hat. Wir haben auch mit Benz geredet und naja, man erfährt hier zumindest, wie es wirklich läuft und kann sich dann selbst ein Bild machen, ob man das unter aller Sau findet oder ob man der Meinung ist, dass sowas im heutigen Zeitalter nicht anders geht. Gut, macht euch eure Gedanken drüber und ich denke mal, dazu wird es viele Leserbriefe geben. The Rods sind im Heft, Skullfist sind im Heft, gutes neues Album, Skullfist. JBO, auch so eine Band, wo wir uns hier überhaupt nicht einig sind. Also wo es wirklich von das ganze Spektrum von Liebe bis zu Hass abgedeckt wird, was die Band sicherlich auch bezweckt hat. Powerwolf genauso, ist auch ein zweischneidiges Thema. The Quill, oh, nette Anzeige haben wir im Heft. Alice Cooper, Steven Wilson und so weiter. Ich will jetzt nicht das ganze Heft vorblättern, es sind auch noch andere Sachen, hoffentlich lesenswerte Sachen im Heft. Das werdet ihr aber selber entdecken und werdet uns wissen lassen, ob es gelungen ist oder nicht. Ja, das Hauptding ist natürlich jetzt die Opeth-CD in diesem Monat. Wie gesagt, nochmal viel Spaß damit und bis demnächst. Tschüss.